Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Ja, also es kann wirklich nicht irgendjemand sagen, auf meinem Kanal wird es jemals langweilig. Ist auf jeden Fall sehr vielseitig, denn heute möchte ich euch dieses Buch hier vorstellen. Das ist das WordPress-Praxishandbuch von Gino Krämer. Und zwar ist das die dritte aktualisierte und stark erweiterte Auflage. Ist im Franzis Verlag erschienen und das Buch kostet stolze 40 Euro. Wie ihr ja wisst, habe ich jetzt auch einen schriftlichen Blog. Wer noch nicht da war, der ist immer unten in der Infobox verlinkt. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ich berichte da so ein bisschen über das YouTuber-Sein einfach oder auch darüber, wenn man mit YouTube beginnen möchte, was man da. Also einfach, ich gebe da einfach Tipps und erzähle so ein paar Sachen, Anekdoten, wie auch immer. Genau. Und ich arbeite, wie gesagt, mit WordPress. Und ich war am Anfang, ich war so ein totaler Noob. Ich hatte so gar keinen Plan davon. Und habe mich dann in einem Forum angemeldet und dort wurde mir das Buch empfohlen und daraufhin habe ich es mir dann einfach gekauft, besorgt. Und oh mein Gott, es ist richtig, richtig gut. Also ich hab mir dann erstmal das Inhaltsverzeichnis durchgelesen und dann ganz viele solche kleine Zettelchen an die Stellen gemarkert, die mich interessiert haben. Also vieles hatte ich mir dann im Vorfeld schon dann irgendwie über Foren, über irgendwelche Tutorials angeeignet, beziehungsweise habe Freunde um Rat gefragt, wenn es so gar nicht ging oder wenn ich irgendwelche Quelltexte ändern musste. Aber das Buch, wirklich, wenn ihr vorhabt, mit WordPress anzufangen, so, besorgt euch parallel dieses Buch. Es ist wirklich 1A. Es umfasst so gut wie alles. Also mir hat eine Rubrik so ein bisschen gefehlt. Aber das ist okay. Ansonsten umfasst es wirklich sehr, 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 sehr viele Themengebiete, die mit WordPress zusammenhängen. Auch wenn ihr wirklich solche absoluten Nichtskönner seid, wenn es Programmierung oder PCs im Allgemeinen betrifft, ist es super erklärt. Richtig, richtig einfach. Schritt für Schritt. Man bekommt das wirklich hin. Und ich gehe mal so ein bisschen auf verschiedene Themen ein, damit ihr wisst, was hier wirklich alles behandelt wird, weil es wirklich sehr, 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 sehr vielseitig. Natürlich hat man erstmal die Einleitung, bla bla bla. Dann erste Schritte mit WordPress. Schon, da geht's schon, fängt schon mit der WordPress-Installation zum Beispiel an, was Beiträge und was Seiten sind. Das habe ich am Anfang auch nicht, überhaupt gar nicht kapiert. Dann zum Beispiel geht es um Kategorien. Also da hatte ich auch mega Probleme, meine Kategorien zu erstellen. Das hatte ich dann im Vorfeld schon mir selber erarbeitet, aber wie gesagt, in dem Buch hätte es super einfach gestanden. Dann geht es um Widgets natürlich. Dann hat man ein riesengroßes Kapitel über Plugins, die ja auch notwendig sind. Dann hat man ein großes Kapitel erfolgreich bloggen mit WordPress. Also da waren die meisten Themen, die mich so interessiert hatten. Da ging es halt um Kommentare und Diskussionen natürlich, um YouTube-Videos, die man da einbindet, was super, super einfach ist und ich nicht erwartet hätte. Dann, wie man das mit sozialen Netzwerken macht, mit Permalinks. Genau. Wie man zum Beispiel dann auch optimiert bei verschiedenen Suchmaschinen. Dann gibt es, ja, wie man so am besten Backups macht. Also ich habe, das war für mich überhaupt kein Thema, dass ich ein Backup von meinem Blog machen möchte, obwohl es ja eigentlich logisch ist. Und da war ich froh, dass ich das Buch hatte und habe mir da jetzt was installiert, was es quasi so ein bisschen automatisch macht. Dann geht es noch darum, die Performance steigern. Also wenn man zum Beispiel einen Webserver, einen eigenen haben will, was ich zum Beispiel habe. Also ich habe einen Webserver, den ich auch bezahlen muss. Dann hat man hier noch WordPress Boosting, dann Caching. Genau so. Dann hier noch lokal testen mit WordPress, also Mac, Windows oder Linux zum Beispiel. Dann hat man so, wenn man mit WordPress umziehen möchte, was ja zum Glück für mich nicht in Frage kommt, aber ich habe schon oft bei Facebook gelesen von Bloggern, ja, ich möchte mit WordPress umziehen, wie funktioniert denn das jetzt? Hier steht es drin. Dann hat man ein Kapitel Suchmaschinenoptimierung, da habe ich mir auch sehr, sehr viel von durchgelesen. Code-Snippets einsetzen, das war jetzt nicht so interessant für mich. Und dann kommen so Themen, die ich eher weniger, also die habe ich mal nur teilweise manchmal so angerissen. Geschützte Bereiche mit WordPress oder dann Statistik und Tracking. Also ich habe ja zum Beispiel Google Analytics auf meinem Blog. Auch das war schwierig, das war sehr, sehr schwierig zu installieren. War sehr, sehr schwierig. Aber es war schon ein bisschen schwieriger zu installieren. Es kommt ja auch immer auf das Theme an, was ihr jetzt gerade benutzt. Und hier hätte halt auch alles drin gestanden, wie ich es hätte machen müssen. Hätte ich mich nicht durch 1000 Tutorials klicken müssen. Dann habt ihr sowas Themes halt einsetzen, Probleme und Lösungen. Das fand ich auch sehr, sehr hilfreich.
Dann WordPress Multisite, WordPress Advanced kommt dann. Also da ist dann zum Beispiel, wie man ein WordPress-Theme selber erstellt, wie man ein Theme entwickelt, Plugins verstehen bzw. auch ein Plugin entwickeln. Also ist dann wirklich für die sehr, sehr Fortgeschrittenen. Aber wenn ihr echt, wenn ihr mit WordPress anfangt, würde ich es euch sofort empfehlen, euch parallel zuzulegen, weil das hilft euch von Anfang an. Wenn ihr WordPress habt, ist es sicherlich auch eine sehr, sehr gute Sache. Also ich habe sehr, sehr viele Tipps daraus genommen, um meinen Blog zu verbessern. Also wirklich. Jetzt nicht unbedingt, um mir die Arbeit zu erleichtern, aber halt auch, um es abzusichern, wie mit den Backups oder so. Es wäre mir im Traum nicht eingefallen, wenn ich das Buch nicht gehabt hätte. Aber vor allen Dingen auch so, wenn man mal ein Problem hat, muss man halt nicht sich durch tausend Tutorials klicken oder erst in Foren fragen und auf Antworten warten. Man nimmt einfach das Buch und die hat man wirklich so gut wie alles, alles drin. Auch wenn es mega, mega teuer ist, es ist so umfangreich, dass ich es euch echt wirklich empfehlen kann. Vor allem, weil es auch so gut erklärt ist, dass wirklich jeder. Weil ich habe es verstanden, also kann es jeder verstehen. Und deswegen hat mir das echt richtig, richtig gut gefallen. Ich verlinke euch das Buch natürlich wie immer unten in der Infobox. Hoffe, das kleine Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!